So, dann nochmal ein ganz herzliches Willkommen zu Such das Weite mit Kulturweit Auslandsjahr trotz Corona. Dies ist eine Informationsveranstaltung für den Freiwilligendienst Kulturweit der Deutschen UNESCO-Kommission und es ist eine Informationsveranstaltung für den Bewerbungsprozess für die Ausreise im März 2022 und später. Aufgrund des digitalen Formats würden wir heute gerne beim Du bleiben. Ich hoffe, das ist für euch alle in Ordnung. Es ist ein Zoom-Webinar. Die Namen und Videos der Zuschauerinnen und Zuschauer sind nicht sichtbar und ihr könnt eure Fragen gerne auch schon während des Vortrags im Chatbereich stellen. Genau, wir würden jetzt den Freiwilligendienst Kulturweit vorstellen. Das dauert ungefähr 20 Minuten und im Anschluss werden wir eure Fragen live beantworten. Wir haben Zeit bis 17:15 Uhr und dann gibt es die Möglichkeit, auch nochmal in unsere Sprechstunde zu kommen und persönlich zu besprechen und Fragen zu klären. Da würde ich gleich dann den Link auch im Chatbereich schicken. Genau, ich würde mich einmal an dieser Stelle vorstellen. Mein Name ist Anna-Sara Lied. Ich arbeitete für die Deutsche UNESCO-Kommission hier in Berlin für den Freiwilligendienst Kulturweit und bin unter anderem für die Messekoordination zuständig. Und aufgrund der Ausbreitung von Covid-19 sind wir jetzt auch eben vermehrt bei Online-Messen, so wie die Expo Lingua heute vertreten und informieren auch über Kulturweit. Ich bin aber heute nicht alleine, sondern an meiner Seite sind heute auch zwei aktuell Freiwillige, Marie und Lavinia. Und vielleicht möchtet ihr euch auch einmal kurz vorstellen. Okay, dann fange ich an. Hi, ich bin Marie. Ich bin 19 Jahre alt und bin gerade in Rumänien und mache hier meinen FSJ mit Kulturweit und dem pädagogischen Austauschdienst an einer Schule. Genau, hallo auch von meiner Seite. Ich heiße Lavinia, ich bin auch 19 Jahre alt und auch gerade aktuell Kulturwaldfreiwillige. Und ich bin im Moment in Polen und mache hier meinen Freiwilligendienst mit dem Goethe-Institut. Genau, da würden wir jetzt beginnen mit der Vorstellung von Kulturweit. Ja, was ist eigentlich Kulturwald? Kulturweit ist der internationale Freiwilligendienst in der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik. Die Einsatzstellen sind unter anderem Schulen, Goethe-Institute, DAAD-Informationszentren, UNESCO-Nationalkommission und UNESCO-Naturerbestätte. Und der Freiwilligendienst Kulturweit ist ein Projekt der Deutschen UNESCO-Kommission und wird gefördert vom Auswärtigen Amt. Genau, ich würde einmal ganz kurz die Kulturweit-Partnerorganisationen vorstellen. Das ist zum einen der Deutsche Akademische Austauschdienst, auch DAAD abgekürzt, das Deutsche Archäologische Institut, die Deutsche Welle-Akademie, das Goethe-Institut, der Pädagogische Austauschdienst in Kooperation mit der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, die UNESCO-Nationalkommission und UNESCO-Naturerbestätten. Und jetzt würde ich so zwei, drei Sätze dazu sagen, was euch erwartet, wenn ihr mit der jeweiligen Partnerorganisation ausreist. Und zwar, wenn ihr Freiwillige beim Deutschen Akademischen Austauschdienst seid, sind die Freiwilligen unter anderem Informationszentren oder Außenstellen des DAAD tätig. Und sie beraten in erster Linie Studierende, die gerne ein Studium in Deutschland absolvieren möchten. Also ihr unterstützt zum Beispiel bei Messen, also bei Formaten wie heute, bei der Expo Lingua zum Beispiel, oder aber ihr unterstützt bei der Öffentlichkeitsarbeit, von den jeweiligen DAAD-Institutionen im Ausland. Wenn ihr als Freiwillige mit dem Deutschen Archäologischen Institut ausreist, dann seid ihr in der jeweiligen Abteilung des Archäologischen Instituts im Ausland tätig. Und ihr unterstützt beispielsweise im Archiv oder in der Bibliothek oder bei verschiedenen Projekten der Abteilung. Und manchmal hat man auch die Gelegenheit, bei Ausgrabungen vor Ort dabei zu sein. Wenn ihr als Freiwillige mit der Deutschen Welle-Akademie ausreist, das ist vielleicht für diejenigen von euch interessant, die sich interessieren für den Bereich Journalismus, Pressefreiheit, Menschenrechte, dann seid ihr an einer Außenstelle der Deutschen Welle-Akademie tätig oder an einer Partnerinstitution. Das können zum Beispiel Stiftungen sein, das könnte aber auch eine Radiostation sein. Und genau, die Partnerorganisationen, die dann mit der Deutschen Welle-Akademie zusammenarbeiten. Dann gibt es das Goethe-Institut. Da habt ihr die Möglichkeit, als Freiwillige entweder an ein Goethe-Institut im Ausland selbst zu gelangen oder aber an Schulen, an denen Deutsch unterrichtet wird und die an das jeweilige Goethe-Institut im jeweiligen Land gekoppelt sind, zu unterstützen.
Ihr unterstützt beim Goethe-Institut selber dann entweder in der Bibliothek, in der Programm- oder in der Sprachabteilung, unterstützt bei verschiedenen Projekten, helft bei der Organisation von Kulturveranstaltungen, bei der Öffentlichkeitsarbeit. Das ist sehr unterschiedlich. Wenn ihr als Freiwillige an eine Schule entsendet werdet, dann unterstützt ihr vor allem im Deutschunterricht, helft bei der Deutsch-Olympiade oder macht kleinere Projekte mit den Schülerinnen und Schülern. Beim pädagogischen Austauschdienst in Kooperation mit der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen unterstützen die Freiwilligen auch an Schulen, an denen Deutsch als Fremdsprache unterrichtet wird. Und sie unterstützen vor allem im Deutschunterricht, helfen bei der Prüfungsvorbereitung vom DSD-Diplom, das ist ein Deutschdiplom, oder machen kleinere Projekte mit den Schülerinnen und Schülern. Dann gibt es noch die UNESCO-Nationalkommission. So wie ich bei der Deutschen Nationalkommission arbeite, gibt es weltweit UNESCO-Nationalkommissionen und an die könnt ihr als Freiwillige auch entsendet werden. Da ist es so, dass ihr dann in verschiedenen Bereichen unterstützen könnt. Das ist vor allem in der Projektarbeit, aber auch in der Bildungsarbeit, aber auch in der Verwaltungsarbeit der jeweiligen UNESCO-Nationalkommission. Und dann zu guter Letzt gibt es noch unseren Naturfreiwilligendienst. Wir entsenden Freiwillige auch in oder an UNESCO-Naturerbestätten, in Biosphärenreservate und in andere Naturerbestätten. Und die Freiwilligen helfen dort bei der alltäglichen Arbeit. Ich sage immer alltägliche Arbeit, weil das sehr unterschiedlich aussehen kann, je nach Einsatzstelle. Das kann sein, dass ihr Bürotätigkeiten übernehmt oder aber ihr könnt auch im Bildungsbereich tätig werden. Es gibt Naturerbestätten oder Biosphärenreservate, die Kooperationen mit Schulen haben und eben Schülerinnen und Schülern informieren über die Arbeit der UNESCO-Naturerbestätten oder die Biosphärenreservate. Aber es gibt auch zum Beispiel Einsatzstellen, wo ihr praktische Tätigkeiten, bei praktischen Tätigkeiten unterstützen könnt, wie zum Beispiel Zäune bauen, Wege anlegen oder bei der Kartierung helfen. Genau, das ist also sehr unterschiedlich. Und Lavinia und Marie, ihr seid ja jetzt heute an meiner Seite und ihr seid ja aktuell auch Freiwillige in Polen und in Rumänien. Vielleicht mögt ihr einfach so ein bisschen von eurem Alltag erzählen, was so eure Aufgaben sind, was ihr so macht. Ja, dann fange ich einfach mal an. Wie eben schon erwähnt, ist meine Partnerorganisation das Goethe-Institut und ich arbeite hier in Polen an einer Grundschule. Das ist ein bisschen anders als in Deutschland, denn die Grundschule geht hier bis einschließlich zur 8. Klasse. Und es ist, wie Anna Sarah gerade gesagt hat, so, dass ich im Deutschunterricht assistiere. Das bedeutet, ich bin sozusagen dabei und helfe beim Vorlesen, beim Aussprechen und bringen den Schülern sozusagen so ein bisschen die deutsche aktuelle und realitätsnahe Kultur ein bisschen näher. Und dann ist es so, dass man eben kleinere Projekte machen kann. Ich mache an meiner Schule ein Theaterprojekt und wir üben ein Theaterstück auf Deutsch und ich biete extra Unterricht an für bestimmte kleinere Gruppen, die dann doch noch interessierter sind als die ganze Klasse. Genau, die Schüler sind da in der Regel total motiviert und haben auch Lust, sich außerhalb der normalen Schulzeit mit kleineren Projekten auf Deutsch zu beschäftigen. Ja, und ich bin ja mit dem pädagogischen Austauschdienst hier in Rumänien und hier helfe ich vor allem für die DSD-Prüfungen, das heißt das deutsche Sprachdiplom, heißt ich helfe den Schülern, ihre Präsentation zu üben, gebe ihnen Tipps, helfe aber auch den Lehrern, indem ich Räume vorbereite, Aufsicht der Prüfung teilweise also übernehme oder auch, ja, wenn die Lehrer in der Prüfung Prüfungsaufsicht haben, dass ich einfach die Vertretung dann in ihrem regulären Unterricht mache. Aber ansonsten bin ich so eine Art Sprachassistentin, wie Lavinia es schon gesagt hat. Also man sitzt halt mit dem Unterricht drin, hilft ein bisschen, ja, im Unterricht erzählt von Deutschland, wie das aktuell dort ist oder bestimmte Themen, was Jugendliche interessieren. Ja, oder redet halt über Gebräuche, Feste, Kultur allgemein. Und ich betreue auch noch die Deutsche Schulzeitung. Da habe ich dann dieses Jahr die online gelegt, weil wir keine Printausgabe dieses Jahr haben können. Und ansonsten treffe ich mich dann auch mit den Schülern im Park und in Cafés, um einfach auch nochmal ein anderes Bild oder halt, dass nicht nur Deutsch in der Schule gelernt wird, sondern auch außerhalb der Schule irgendwie sie betrifft. Genau, das mache ich.
Genau, dann fragt ihr euch vielleicht, in welche Länder es gehen kann mit Kulturweit. Ich stelle jetzt das Programm so vor, wie es angedacht ist und sage gleich dann im Anschluss noch was zur aktuellen Situation. Wir entsenden in Länder in Afrika, in Asien, nach Südostasien, nach Lateinamerika, in den Nahen Osten, nach Mittelosteuropa, nach Südeuropa und in die Gemeinschaft unabhängiger Staaten. Voraussetzung ist immer, dass unsere Partner in dem jeweiligen Land eine Einsatzstelle zu der jeweiligen Ausreise anbieten und dass die Sicherheitslage eine Entsendung zulässt. Und jetzt komme ich zur aktuellen Situation. Und zwar ist es so, dass wir im März 2020 zum ersten Mal in der Geschichte von Kulturweit eine Ausreise stoppen mussten aufgrund der Ausbreitung von Covid-19 und mussten auch alle Freiwilligen, die sich im Ausland befunden haben, dann zurückholen und haben dann entschieden, dass wir im Herbst 2020 im Oktober Freiwillige zwar entsenden, aber nur in die EU-Staaten. Das sind unter anderem Lavinia und Marie und haben jetzt auch im März wieder eine neue Generation an Freiwilligen in ausgewählte EU-Staaten entsendet. Zum Teil arbeiten die Freiwilligen im Homeoffice oder aber auch je nach Situation in dem jeweiligen Land, unterstützen sie aber auch vielleicht zum Beispiel in Präsenz. Das ist aber sehr unterschiedlich, genau. Es gibt auch einige Freiwilligen, die im Homeoffice in Deutschland arbeiten. Das ist immer der jeweiligen Situation im Land geschuldet. Und da schauen wir in erster Linie, dass es auf die Sicherheit aller beteiligten Personen, das heißt der Freiwilligen, aber auch der Personen vor Ort, also die es auch betrifft bei den Partnerorganisationen, die Mitarbeiter, und eben auch die Bedingungen im Land, im jeweiligen Land müssen wir natürlich auch beachten. Genau, wir sind da immer in ganz enger Absprache mit dem Auswärtigen Amt, mit all unseren Partnerorganisationen und genau. Dann finden Ausreisen zweimal im Jahr statt, zum 1. März und zum 1. September. Und ihr könnt einen Freiwilligendienst ableisten von 6 oder 12 Monaten. Ja, und was müsst ihr denn mitbringen, wenn ihr auch bei Kulturweit dabei sein wollt? Also vor allem erstmal Neugierde auf neue Kulturen, auf ein tolles Jahr. Dann aber auch Verantwortungsbewusstsein. Bei euch wird auch viel Verantwortung übertragen für euch, für euer Leben, aber auch eben für eure Arbeit, die ihr dort tun werdet. Dann solltet ihr natürlich offen sein gegenüber anderen Menschen, anderen Denk- und Handelsstrukturen, weil es ist eine andere Kultur, in der ihr für 6 oder 12 Monate leben werdet. Und da müsst ihr damit klarkommen oder solltet ihr damit klarkommen. Dann solltet ihr natürlich auch ganz große Lust auf ein freiwilliges Engagement haben und viel von sich selber anbieten. Euch wird oft keine Aufgabe wirklich gestellt, sondern ihr müsst auch sagen, ich habe das oder die Idee, das würde ich gerne machen und einfach immer anbieten, das kann ich, das will ich gerne machen und dann werden die das in Einsatzstellen sehr gerne annehmen. Jetzt kommen wir zu den Hard Facts, also ihr sollt eure Schulvollzeitpflicht erfüllt haben, heißt ihr braucht kein Abitur, dann sollt ihr euren Lebensmittelpunkt in Deutschland haben, das heißt nicht, dass ihr die deutsche Staatsbürgerschaft braucht, ihr solltet nur 2 bis 3 Jahre lang in Deutschland gelebt haben, also hintereinander. Aber das wird auch zu Einzelfall entschieden, ob ihr euch bewerben könnt oder nicht, da dann Kontakt mit dem Kulturweitbüro aufnehmen. Dann braucht ihr noch die Deutschkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau. Das wäre das C1-Niveau auf der europäischen Skala, europäischer Referenzrahmen oder so, wenn ich mich recht erinnere. Genau, und dann solltet ihr zwischen 18 und 26 Jahre alt sein. Ihr könnt euch mit 17 Jahren schon bewerben, da bräuchtet ihr aber die Einverständniserklärung eurer Eltern. Und ihr dürftet in der Zeit, wo ihr FSJ macht, dürftet ihr nicht 27 Jahre alt werden, sondern ihr müsst 26 Jahre noch sein oder werden. Genau. Genau, dann fragt ihr euch vielleicht, was ihr von uns bekommt, also vom Kulturweit-Team oder von Kulturweit-Seite. Und zwar während und auch nach eurem Freiwilligendienst begleiten wir euch pädagogisch. Das bedeutet, es gibt ein 10-tägiges Vorbereitungsseminar, das findet eigentlich in Präsenz statt, in der Nähe von Berlin. Aber Lavinia und Marie können vielleicht später auch noch was dazu erzählen. Aktuell finden diese Seminare in digitaler Form statt. Dann gibt es ein Zwischenseminar nach 2 bis 3 Monaten ungefähr, die man sich im Land befindet, also
nach Beginn des Freiwilligendienstes in dem Einsatzland oder aber in einem Nachbarland. Dort trifft man dann wieder auf andere Freiwillige in der Region und kann ein bisschen reflektieren, wie waren die ersten 2, 3 Monate und was möchte ich auch vielleicht noch in meinem Freiwilligendienst umsetzen an Projekten. Und dann gibt es am Ende des Freiwilligendienstes ein Nachbereitungsseminar von 5 Tagen, wo ihr dann auch nochmal reflektiert, was ist so in der ganzen Zeit des Freiwilligendienstes passiert, was habe ich gelernt, was möchte ich vielleicht in mein weiteres Leben noch mitnehmen. Genau. Dann bezuschussen wir einen Sprachkurs im Einsatzland und zwar ist das FSJ, also das der Freiwilligendienst im Ausland, den ihr mit über uns macht, richtet sich nach dem Jugendfreiwilligendienstegesetz und das sieht vor, dass ihr 30 Stunden in der Landessprache absolviert. Ihr erhaltet eine Ansprechperson in der Einsatzstelle, aber auch wir im Kulturwaldbüro stehen immer für euch zur Verfügung. Wenn ihr Fragen habt oder Probleme, dann könnt ihr euch auch jederzeit gerne an uns wenden. Wir bezuschussen die internationalen Reisekosten. Das ist ein fester Betrag, je nach Region, wohin ihr entsendet werdet. Und dieser Betrag ist so errechnet, dass er eigentlich kostendeckend sein sollte für die Hin- und Rückreise. Genau. Und dann bekommt ihr einen Zuschuss zur Unterkunft und zur Verpflegung jeden Monat von 200 Euro. Und ihr erhaltet 150 Euro Taschengeld im Monat, also insgesamt 350 Euro. Und das ist euch selbst überlassen, für was ihr diese 350 Euro ausgibt. Ihr seid auslandskrankenversichert, Unfall- und Haftpflichtversichert über uns und wir leisten auch weiterhin die Sozialbeiträge in Deutschland. Wenn ihr Anspruch auf Kindergeld habt, das habt ihr in der Regel, wenn ihr noch nicht 25 Jahre alt seid, dieser Anspruch bleibt bestehen und der kommt eventuell dann ja dann hinzu, wenn eure Eltern nett sind, zu den 350 Euro und das ist dann eigentlich auch kostendeckend. Genau, für die Kosten, die ihr dann im Ausland habt. Und wenn ihr Anspruch auf Halbwaisenrente habt, dann bleibt dieser auch bestehen. Und dann erhaltet ihr schon vor eurem Freiwilligendienst Zugriff auf ein riesiges Alumni-Netzwerk von ehemaligen Kulturwaldfreiwilligen, aber auch von den aktuellen Freiwilligen. Und wir haben zum Beispiel eine Vernetzungsplattform, ähnlich wie Facebook, wo ihr euch eben untereinander vernetzen könnt, wo ihr dann zum Beispiel, wenn ihr ein Platzangebot erhaltet, auch eben ehemaligen Freiwilligen schreiben könnt, ich gehe jetzt dort und dorthin, hat jemand Erfahrung, hat jemand irgendwie eine Idee, wo ich eine Unterkunft finde, genau, und auch nach eurem Freiwilligendienst könnt ihr weiterhin dort in Kontakt bleiben miteinander. Wir posten dort auch eben Einladungen zu Veranstaltungen, wir bieten Veranstaltungen an zu UNESCO-Themen, wir bieten Weiterbildungen an für unsere Alumni im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung und Welterbe. Wir haben Veranstaltungen, zum Beispiel vor 2 Jahren haben wir ganz groß unser 10-jähriges Bestehen in Berlin für über 2 Tage gefeiert. Zu solchen Anlässen werdet ihr eingeladen. Es gibt Alumni-Jahrestreffen, wo ihr auf Alumnis treffen könnt und in Kontakt bleiben könnt. Es gibt Vernetzungstreffen und so weiter und so fort. Genau. Ich weiß nicht, Marie und Lavinia, wollt ihr jetzt oder ich würde jetzt einfach, genau, nee, ich mache einfach weiter mit dem Bewerbungsprozess und dann können wir einfach gleich noch weiter sprechen über den Inhalt der Seminare und dem Alumni-Netzwerk und so weiter. Vielleicht kommen ja auch Fragen dazu. Dann fragt ihr euch vielleicht, wo könnt ihr euch bewerben? Und zwar könnt ihr euch auf unserer Webseite bewerben. Auf unserer Startseite gibt es auch diesen gelben Button, den ihr jetzt hier oben rechts seht. Und dort drunter gibt es einen Link, hier bewerben und den könnt ihr folgen. Und dann gelangt ihr auf unser Online-Bewerbungsportal. Das ist auch so grün hinterlegt, wie das hier angezeigt ist. Dort könnt ihr einen Account anlegen mit eurer E-Mail-Adresse und einem Passwort und ihr könnt dann in Ruhe euch die Bewerbungsmaske anschauen und könnt euch auch Zeit lassen und könnt auch jederzeit wieder zurückkehren zu eurer Bewerbung. Also das heißt, ihr müsst nicht die Bewerbung in einem abschließen, sondern könnt euch auch Zeit lassen und immer wieder daran weiterarbeiten. In diesem Bewerbungsportal fragen wir vor allem eure Kontaktdaten ab. Wir möchten einen Nachweis haben, dass ihr die Schulvollzeitpflicht erfüllt habt. Das kann ein letztes Zeugnis sein, es kann ein Abschlusszeugnis sein von der Schule. Oder aber wenn ihr zum Beispiel jetzt aktuell Studierende seid, dann bräuchten wir eine aktuelle Immatrikulationsbescheinigung von euch. Genau. Dann fragen wir so Dinge ab, zu eurer offenen Fragen wie zu eurer Motivation. Warum möchtet ihr einen Freiwilligendienst ableisten? Warum möchtet ihr den mit Kulturwald machen? Genau, dann fragen wir nach euren Präferenzen bezüglich der Weltregion. Also welche Regionen könnt ihr euch besonders
gut vorstellen, das gibt ihr dann mit großem Interesse an, dann könnt ihr aber das auch so ein bisschen abwägen mit mittlerem Interesse oder gar kein Interesse, das heißt, das könnt ihr so ein bisschen priorisieren und genauso verhält sich das auch mit den Partnerorganisationen, dort könnt ihr für jede einzelne Partnerorganisation angeben, wie groß euer Interesse ist, mit dieser auszureisen. Diese Daten benötigen wir, damit wir euch einfach auch gut matchen können dann im Bewerbungsprozess. Und dann haben wir noch eine offene Frage zum und zwar möchten wir da ein bisschen die Erwartungen abfragen, die ihr so an Kulturweit habt oder an euren Freiwilligendiensten. Das ist in Form einer E-Mail oder eines Briefes an eure Familie oder Freunde, wo ihr einen typischen Tagesablauf beschreiben sollt in eurer Wunscheinsatzstelle, in eurem Wunsch-Einsatzland, genau, bei der Wunschpartnerorganisation. Da habt ihr also die Möglichkeit, ein bisschen genauer darauf einzugehen, wohin ihr gerne hin möchtet. Genau, und dann würde ich jetzt noch ein bisschen was zum Bewerbungsprozess zu den einzelnen Fristen sagen. Und zwar könnt ihr euch aktuell noch bewerben bis zum 3. Mai für die Ausreise im März 2022. Das heißt, man bewirbt sich immer ungefähr ein Jahr im Voraus. Dann nach dem Ende der Bewerbungsfrist schließen wir das Portal für diese jeweilige Ausreise. Dann ist keine Bewerbung im Anschluss mehr möglich für diese Ausreise. Dann findet eine Vorauswahl durch das Kulturweit-Team statt. Wir schauen in erster Linie, ist eure Bewerbung vollständig, erfüllt ihr die formalen Voraussetzungen, also zum Beispiel da habt ihr die Schulvollzeitpflicht erfüllt. Und dann versenden wir einen Zwischenbescheid. In den meisten Fällen ist das ein positiver Zwischenbescheid, das heißt, ihr befindet euch weiterhin im Bewerbungsprozess. Und dann gibt es aber auch manchmal den Fall, dass wir dann ganz selten schon eine Absage an diesem Punkt erteilen müssen. Das liegt aber, wie gesagt, dann meistens daran, dass ihr eben die formalen Voraussetzungen nicht erfüllt oder ihr irgendeinen Nachweis nicht hochgeladen habt, den wir benötigen. Also bitte darauf achten. Dann findet die finale Auswahl durch die Kulturweit Partnerorganisationen statt und ihr werdet dann zu Bewerbungsgesprächen eingeladen. Die finden aktuell in digitaler Form statt. Das können Gruppengespräche sein, das können aber auch Telefonanrufe von der jeweiligen Einsatzstelle schon sein. Das ist sehr unterschiedlich, je nach Partnerorganisation. Und dann im Anschluss versenden wir die Bewerbungsbescheide und da erhaltet ihr entweder eine Zusage, eine direkte Zusage, das bedeutet, ihr bekommt ein Platzangebot für einen Platz. Dann habt ihr 10 Tage Zeit, euch zu informieren. Ihr bekommt den Kontakt zu der Einsatzstelle, zu der Ansprechperson. Ihr könnt dann schon ein bisschen schauen, was werden die Aufgaben sein. Gefällt mir das? Verstehe ich mich mit der Person? Passt, dann könnt ihr recherchieren zu dem Land, zu der Region, zu den ganzen Dingen, die ihr organisieren müsst, Unterkunft, Visum und könnt eben abwägen, ob ihr euch das vorstellen könnt oder nicht. Dann habt ihr die Möglichkeit, ab oder zuzusagen diesen Platz. Genau. Und dann gibt es eine weitere Zusage, das ist keine direkte Zusage, dass ihr eben euch im Nachrückverfahren befindet. Bitte an dem Punkt nicht traurig sein. Gerade aktuell gibt es wirklich eine große Möglichkeit, dann noch nachzurücken, weil es immer wieder persönliche Gründe gibt und aufgrund der dynamischen Situation um die Ausbreitung von Covid-19 gibt es dann doch auch viele Freiwillige, die sich nochmal umentscheiden. Deswegen gerade aktuell im Nachrückverfahren zu sich zu befinden, gibt es sehr, sehr gute Chancen, noch an Kulturweit teilzunehmen. Und in manchen Fällen müssen wir dann leider eine Absage erteilen. Auch da bitte nicht traurig sein und vielleicht habt ihr Lust, euch für eine spätere Ausreise dann nochmal zu bewerben. Wir würden uns sehr freuen und Also wir freuen uns auch über eine zweite Bewerbung, dann stehen vielleicht die Chancen auch ein bisschen größer, dass man an Kulturweit teilnehmen kann. Genau. Wenn ihr Fragen habt zu den Fristen und so, findet ihr auch auf unserer Webseite. Genau, dann vielleicht, wann sollt ihr euch bewerben oder wann könnt ihr euch bewerben? Wie ich eben schon gesagt habe, findet die Bewerbung ein Jahr vor Ausreise statt und ihr könnt euch aktuell noch bis zum 3. Mai für die Ausreise ab März 2022 bewerben. Um 12 Uhr mittags schließt das Bewerbungsportal und so eine kleine Empfehlung. Aus Erfahrung ist das Bewerbungsportal in den letzten Tagen immer sehr belastet oder sehr ausgelastet und deswegen empfiehlt es sich vielleicht die Bewerbung ein paar Tage vorher schon abzuschließen. Und dann könnt ihr euch ab dem 4. Mai bis zum 1. Dezember 2021 noch für die Ausreise im September 2022 bewerben. Wenn ihr Fragen habt zu der Bewerbung oder zum Bewerbungsportal, könnt ihr eine E-Mail uns gerne schreiben an bewerbung@kulturweit.de. Meine Kollegin wird euch dann gerne antworten. Genau, wo findet man Kulturweit eigentlich im Internet? Da wäre einmal die Website www.kulturweit.de. Da findet man auch alles, was wir gerade sagen, nochmal sehr übersichtlich
aufgelistet. Dann gibt es einen Kulturweit-Blog. Die Adresse seht ihr auch hier. Dort berichten Kulturweit-Freiwillige von ihren Einsätzen, von ihren Erfahrungen. Und das war auch für mich, bevor ich selber ausgereist bin, selber meinen Freiwilligendienst angetreten habe, total interessant. Und genau, gibt einem nochmal so eine ganz andere Sicht auf einen Freiwilligendienst. Dann ist Kulturweit auch auf Social Media vertreten, und zwar auf Facebook, Twitter, Instagram und Flickr. Und zwar überall mit dem Benutzernamen Kulturweit. Und man findet Kulturweit im Moment auch noch auf einer anderen Plattform, nämlich auf Spotify. Ich mache nämlich im Moment mit 4 anderen Freiwilligen einen Podcast. Und wenn ihr Lust habt oder das euch interessiert, könnt ihr natürlich auch gerne mal reinhören. Da heißt 5 Freiwillige, ein Podcast. Und den findet man eben auch unter anderem auf Spotify. Genau, wenn ihr Fragen habt, die wir jetzt gleich nicht klären können im Anschluss oder aber vielleicht im Nachgang dieser Veranstaltung, dann könnt ihr uns gerne entweder telefonisch erreichen über unsere Hotline, die ist montags bis freitags von 10 bis 15 Uhr geschaltet, oder aber wenn ihr allgemeinere Fragen habt zum Programm, könnt ihr uns auch immer eine E-Mail schreiben an kontakt@kulturweit.de. Genau, und jetzt würden wir zu euren Fragen kommen. Also gerne eure Fragen in den Chat stellen. Das Format hier bei Zoom lässt leider nicht zu, dass ihr eure Mikrofone anschalten könnt. Aber wir würden gleich dann ja auch, das würde ich jetzt gleich auch in den Chat reinschreiben, dann auch zum Zoom-Meeting rüberwandern. Und dann könnt ihr auch persönlich die Fragen stellen. Genau. Ja, und ich habe jetzt schon die erste Frage, die wohl auch sehr speziell ist, weil hier eine Diskussionsteilnehmerin über den Landweg nach Spanien möchte, und da braucht man einen PCR-Test in Frankreich. Und kann man den an der Grenze machen, und wo in Frankreich könnte man den nochmal machen, und was innerhalb von Frankreich würde das kosten? Die ist sehr, sehr speziell und die kann ich leider jetzt so nicht beantworten. Falls du gerade schon in der Vorbereitung bist für eine Kulturweit-Ausreise oder du gerade aktuelle Freiwillige bist, dann würde ich dich bitten, eine E-Mail zu schreiben, uns an freiwillige@kulturweit.de. Dann wird meine Kollegin oder mein Kollege weiterhelfen in dem speziellen Fall. Ansonsten glaube ich, immer sind die Seiten der Botschaft oder vom Auswärtigen Amt so die erste Hilfe, wo man sowas finden kann. Genau, und auch wenn man Transitreisende ist, braucht man manchmal keinen PCR-Test. Das ist immer sehr unabhängig. Da muss man sich nochmal sehr informieren und sich da reinfixen. Genau. Die nächste Frage: Die Unterkunft sucht man sich also selbst? Eigentlich in der Regel ja. Aber manchmal bekommt man auch ein Angebot von der Einsatzstelle, die sagt: Wir haben eine Unterkunft für dich. Das kann in einer Schule in Wohnheim sein. Das war bei mir so der Fall. Das kann aber auch eine Wohnung sein, die immer für viele Freiwillige zur Verfügung steht, aber in den meisten Fällen muss man sich selber die Unterkunft suchen. Genau, da ist es aber auch so, dass man ja einen Ansprechpartner hat, nicht nur bei Kulturweit, nicht nur bei der Partnerorganisation, sondern auch noch an der eigenen Einsatzstelle, und in der Regel ist die Ansprechperson auch bereit, einem dabei zu helfen, weil sie natürlich den regionalen Wohnungsmarkt wesentlich besser kennt, als man das so im Internet sich selber zusammensuchen kann. Und teilweise ist es auch hilfreich, wenn man den Kontakt zu vorherigen Freiwilligen hat, zu ehemaligen. Es ist auch gerade so, Marie und ich, wir sind aktuell im Freiwilligendienst, und jetzt im März kommen neue Leute gekommen, und die haben teilweise auch einfach die Wohnungen ihrer Vorgängerinnen oder Vorgänger übernommen. Genau, also das lässt sich auf jeden Fall lösen, auch wenn es erstmal kompliziert klingt. Genau, also ihr seid selbst verantwortlich für die Unterkunftssuche, aber euch steht eben auch frei, eure Unterkunft frei zu wählen. Wenn es zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das eben gerade erwähnt habt, mit der Gastfamilie, es gibt auch die Möglichkeit, bei Gastfamilien unterzukommen. Es gibt auch die Möglichkeit, auszureisen und dann erst vor Ort eben die ersten paar Tage im Hostel unterzukommen und dann zu schauen, wo man unterkommt. Also wie gesagt, da sind ganz viele Möglichkeiten und ihr seid nicht alleine damit. Wie gesagt, es gibt unsere Vernetzungsplattform, den Coworking Space, wo ihr eben auch in Kontakt treten könnt mit ehemaligen Freiwilligen oder eben die Ansprechpersonen in der Einsatzstelle. Genau. Gut, die nächste Frage: Kann man sich für ein bestimmtes Land bewerben?
Nein, kann man nicht. Man kann sich für die Weltregion entscheiden, die aber vorher aufgelistet heißt für Afrika, Asien und so weiter oder eben Südosteuropa. Und das heißt, man hat so eine Region, man stellt da Präferenzen, man sagt, man hat vielleicht will unbedingt nach Südosteuropa und dann klickt man das eben in der Bewerbung an. Man klickt auch an, wo man gar nicht hin möchte. Das ist natürlich auch so. Und dann bekommt man ein Angebot vom Kulturweit und entweder nimmt man das ja an oder eben nicht. Genau, aber wie eben schon erwähnt wurde, in dieser einen Rubrik in der Bewerbung gibt es diese Aufgabe einer E-Mail an Eltern, Freunde und da kann man eben so einen kleinen Hint einbringen, kann man ein bestimmtes Land, eine bestimmte Stadt erwähnen, die man sich gut vorstellen könnte, was natürlich dann kulturweit auch einen guten Eindruck davon gibt, wohin man gerne ausreisen würde. Genau. Dann hier Glückwünsche, sehr spannend, Dankeschön, dass der Vortrag interessant war. Genau, ich würde jetzt die Gelegenheit nutzen und einmal das reinposten, wo wir gleich dann auch noch für Fragen zur Verfügung stehen. Wenn man das jetzt nicht hier schafft, über den Link dann rüber zu gehen, also ich müsste jetzt gleich dann irgendwann das Meeting verlassen, damit ich das starten kann, das andere Meeting. Genau, aber es gibt auch auf unserem Vortrag selber nochmal den Link, wo man den findet. Genau. Es sind noch zwei Fragen eingetrudelt. Aufgrund von Corona bietet sich nur Europa als Großregion an, wahrscheinlich richtig. Genau, ich würde da ganz kurz was zu sagen. Und zwar ist es so, dass wir haben die jetzt vorgestellt, so wie das Programm eigentlich vorgesehen ist. Und ihr würdet euch auch erstmal in dem Sinne bewerben. Das Bewerbungsportal fragt also eben immer noch ab, welche Weltregion ihr euch am besten vorstellen könnt. Und wir würden dann im Laufe des Bewerbungsprozesses auf euch zukommen und euch Optionen vorstellen, wohin es gehen kann. Aktuell entsenden wir nur in EU-Staaten. Wir hoffen, dass im März 2022, wir können ja einfach nicht in die Zukunft schauen, wie es sich entwickelt. Die Situation um die Ausbreitung von Covid-19 gestaltet sich einfach so dynamisch, dass man es einfach nicht abschätzen kann. Sicher können wir davon ausgehen, dass wir in einige EU-Länder entsenden können, weil das konnten wir auch jetzt aktuell im März. Genau, aber wir hoffen, dass wir im März 2022 über die EU-Staaten, über einzelne Länder halt hinaus entsenden können, können das aber eben nicht versprechen. Ihr werdet aber in eurem Bewerbungsprozess immer über die Möglichkeiten und die aktuellen Optionen informiert. Und genau, könnt euch dann auch entscheiden, ob ihr dann weiterhin im Bewerbungsprozess bleiben möchtet oder zurücktretet oder für eine spätere Ausreise euch bewerben möchtet. Okay, ja, und dann ist noch eine andere Frage. Also fallen nur Unterkunftskosten für mich an? Also man muss natürlich auch den Flug bezahlen erstmal und auch den Sprachkurs, aber man kann das halt alles beantragen, um das Geld zurückzubekommen. Und kulturweit gibt ihr auch 250 Euro pro Monat für die Unterkunft halt dazu. Das heißt, man trägt nicht alle Kosten. Die können ja je nach Weltregion aber halt über diesen 250-Euro-Betrag liegen. Das heißt, man bezahlt dann eben da noch drauf. Und wenn man aber halt darunter liegt, dann ist das ja durch Kulturweit dann auch abgedeckt sozusagen. Genau, also es ist so, dass wir übernehmen die Kosten oder wir bezuschussen die Kosten der internationalen Reisekosten. Die müsste man vorstrecken. Wenn das einem finanziell nicht möglich ist, kann man das aber erwähnen. Dann versuchen wir eine Lösung zu finden. Also in dem Fall bitte immer auf uns zukommen. Wir finden eine gemeinsame Lösung dafür, aber im normalen Fall streckt man diese Kosten vor. Und bei Ausreise, kurz nach der Ausreise, werden einem die Kosten erstattet. Bis zu diesem Höchstbetrag, der ist eben regionsabhängig. Dann übernehmen wir die Kosten für die medizinischen Untersuchungen im Vorfeld, also die Impfkosten übernehmen wir. Wir übernehmen die Kosten für die Auslandskrankenversicherung, Haftpflicht und Unfallversicherung im Ausland. Wir zahlen auch die Sozialbeiträge, also die Krankenkassenbeiträge in Deutschland zum Beispiel. Und dann für die Unterkunft und so bekommt die 350 Euro im Monat. Und dann müsst ihr selber schauen, wie ihr das aufteilt. Das ist eigentlich in der Regel dann mit in Kombination von Kindergeld, was man normalerweise noch Anspruch drauf hat, ist es dann eigentlich kostendeckend. Das ist eben auch regionsabhängig. Das heißt, wenn ihr jetzt schon wisst, dass es finanziell vielleicht ein bisschen enger für euch wird, dann gerne das auch in der Bewerbung schon angeben. Dann schauen wir, dass wir einfach das so euch matchen, dass es auch passt. Genau.
Gut, das waren bis jetzt die Fragen. Ja, ich weiß nicht, vielleicht möchtet ihr, bevor wir jetzt gleich auch dann in das andere Format überspringen, noch eine Frage zum Schluss vielleicht an euch beide. Warum würdet ihr euren Freunden und Bekannten empfehlen, einen Freiwilligendienst zu machen, einen Freiwilligendienst im Ausland zu machen und warum mit Kulturweit? Also generell, warum ich nahezu jedem empfehlen würde, einen Freiwilligendienst zu machen. Gerade wenn man jetzt so im Ausland ist und das kann man irgendwie vorher auch gar nicht einschätzen, wie sich das anfühlt, merkt man, dass man doch irgendwie zu Hause natürlich, jetzt kommt das Standardwort, in seiner Bubble lebt. Und es ist doch so, dass man, bevor man irgendwie anfängt zu studieren oder eine Ausbildung zu machen oder was man auch immer danach machen möchte, einfach nochmal was ganz anderes erlebt. Man wird nahezu ins kalte Wasser geworfen, was jetzt negativ klingt, aber im Endeffekt für mich persönlich was sehr Gutes ist. Und man sammelt so viele neue Erfahrungen und Erfahrungen fürs Leben, die man auf anderem Weg, finde ich persönlich, sehr schwer nur erfahren würde. Und ich finde es auch sehr besonders, dass man halt wirklich in einem anderen Land lebt. Also man macht keinen Freiwilligendienst in Deutschland, kein FSJ in Deutschland und lebt noch zu Hause oder in einer anderen Stadt. Man lebt wirklich in einem fremden Land sozusagen und dazu kriegt man ja nicht oft die Möglichkeit. Und genau, Marie, wieso mit Kulturweit? Ja, also ich stimme dir da voll zu, was du gesagt hast, auch, dass man eben aus dieser Bubble rauskommt. Und ja, wegen Kulturweit. Kulturweit gibt einen extremen Sicherheitsrahmen, weil man sich um weniger Dinge Sorgen machen muss. Man ist versichert, man bekommt viele Kosten erspart oder halt dann zurückerstattet, was natürlich auch super ist für den Geldbeutel und man sich eben dann auch ein bisschen mehr auf die neue Kultur einlassen kann. Weil man ist nicht vollständig auf sich alleine gelassen. Also man hat immer eine Ansprechperson, natürlich vor Ort, die sehr hilft wegen der Sprache, weil man kann sie natürlich nicht verständigen in der Landessprache. Oder nicht unbedingt, ja. Unbedingt. Also ich nicht, aber nicht unbedingt so. Manchmal hilft auch Englisch nicht weiter. Und dann ist es natürlich gut, diese Ansprechpartner zu haben. Aber man hat eben auch das Kulturweitbüro noch in Deutschland. Und wenn man ein Problem hat, kann man immer dort anrufen, eine E-Mail schreiben und so. Und man schaut, wie das Problem gelöst bekommen wird. So. Und ja, und man trifft durch die Organisation extrem viele coole Leute, die auch gleich denken wie ein, weil es bewerben sich natürlich bei Kulturweit so ein gleichdenkender, denkende Leute, Jugendliche. Und man versteht sich halt meistens auf Anhieb richtig gut und bleibt dann auch sehr lange in Kontakt oder immer noch in sehr engen Kontakt. Und das hilft auch sehr, weil man sich alleine fühlt, weil man immer die Leute anrufen kann, weil die fühlen sich halt vielleicht genauso gerade und dann ist man weniger alleine und dieser emotionale Halt ist auch richtig wichtig und auch tut auch richtig gut. Und durch diese Organisation, dieses Alumni-Netzwerk auch umso mehr. Genau. Genau, gerade was den Rückhalt angeht, man hat wirklich das Gefühl, dass alle Leute sich um einen kümmern. Also da einmal offiziell kulturweit, dann die Partnerorganisation, dann die Einsatzstelle und eben die anderen Freiwilligen oder die ehemaligen Freiwilligen. Und also das ist was, man ist wirklich nie alleine. Und selbst wenn man sich alleine fühlt, dann kann man sich an nahezu jede Person wenden, die was mit dem Freiwilligendienst zu tun hat und einem wird sofort geholfen. Ja. Wunderbar. Genau, ich hoffe, dass wir euch Lust gemacht haben, euch zu bewerben für Kulturweit oder vielleicht, wenn es nicht für euch selber interessant ist, aber habt ihr jemanden im Kopf, der es interessieren könnte? Wir bieten auch, unter anderem sind wir nicht neben diesen Messen wie auf der Expo Lingua, sind wir noch auf anderen Messen vertreten, aber wir haben auch selber einen Infoabend, der findet alle 2 Wochen dienstagsabends statt. Der nächste ist am kommenden Dienstagabend, dem 30. März von 19 bis 20:30 Uhr. Mal auf unserer Webseite kann man sich dort registrieren. Und dort findet das, was heute jetzt stattgefunden hat, eben auch nochmal statt. Also und die nächsten Wochen und Monate eben genau könnt ihr das auch euch da nochmal informieren. Ansonsten stehen wir euch auch eben per E-Mail oder per Telefon zur Verfügung und beantworten gerne nochmal eure Fragen. Oder aber jetzt in dem Zoom-Meeting. Ich würde dann mich jetzt an dieser Stelle mich auch verabschieden und das Zoom-Meeting starten. Und ja, genau, wünsche euch noch ganz viel Spaß auf der Expo Lingua. Genau. Macht's gut.